Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Heute seht ihr mal im Hintergrund ein Suite-Bild vom Kitland Click Play Go Rennwagen. Das Set hat nur um die 80 Teile, gehört zu den kleinsten Kitland bzw. eben auch Plaintiff Clippy Sets. Aber das soll sowieso erstmal nur dazu dienen, dass bei euch die Augen nicht im Laufe des Videos einschlafen müssen. Zu diesem Set bzw. den kleinen Kitland Plaintiff Clippy Sets wird es auch nochmal eine Review geben, wo ich nochmal drauf eingehe, ob sich auch diese kleinen Sets lohnen und ob man damit Spaß haben kann, ähnlich wie ich sie ja auch schon bei Sluban und Kobi zum Beispiel gemacht habe. Dementsprechend wird es zu diesem Set und auch noch einem anderen kleinen Set aus dieser Reihe ein Review-Video geben. Und hier seht ihr eben schon mal den Aufbau. Heute soll es aber sowieso um was ganz anderes gehen. Heute ist Silvester. Es dauert nicht mehr lang, bis wir das Jahr 2022 verabschieden und zusammen Neujahr und 2023 feiern. 2022 war ja mal wieder ein relativ schwieriges Jahr, zumindest auf weltpolitischer Ebene. Ein Jahr, das sehr viele Menschen aufgewühlt hat und ein Jahr, was sich sehr gut in diese 2020er-Reihe bisher leider eingereiht hat. Man kann nur hoffen, dass sich das Ganze 2023 ein wenig beruhigt. Ich hoffe natürlich, dass ihr trotzdem eure persönlichen Hindernisse und Herausforderungen in 2022 gut meistern konntet und dass ihr in persönlicher Sicht trotzdem ein schönes Jahr 2022 verabschieden könnt. Und wir hoffen einfach zusammen, dass für uns alle das Jahr 2023 ein Jahr wird, auf das wir noch ein Stückchen besser zurückblicken können als auf 2022. In dem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall heute eine schöne Feier, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und macht keine Dummheiten. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Euer Valleybrick.